Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Broski. Und heute ist es endlich Zeit für meine Bundesliga-Saisonprognose 2024-2025. Ja, ihr feiert diese Prognosen immer, deshalb gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder eine zur Bundesliga, obwohl mein geliebter FC Schalke 04 immer noch nicht in dieser Liga wieder spielt und das wird wahrscheinlich auch noch dauern. Aber das ist ein anderes Thema. Es kommt trotzdem eine Prognose, ist doch klar. Hey, wenn ihr das Video seht, dann lasst ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ihr feiert diese Prognosen. Zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen. Hier kommen wunderschöne Stadion-Vlogs vom glorreichen FC Schalke 04 und natürlich auch von anderen Partien irgendwann mal wieder. Vlogs aller Art, also gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen. Und Grüße gehen raus an meinen Chat im Mai 2025. Da sitzen wir hier, hoffentlich mit guter Laune. Und hoffentlich mit ein paar Subwenden. Hoffentlich läuft es noch, hoffentlich bin ich nicht gebannt. Alle Disclaimer haben wir soweit disclaimed. Wir gehen rein, wird scheiße. Wenn wir hier uns gerade im Mai 2025 befinden, dann Kaltgetränk und einfach jetzt bisschen lachen. Weil die sind immer, die altern wie Milchstädinger, die sind immer geil. Wir starten als erstes natürlich mit der Tabelle. Danach gibt es wieder noch so einzelne Kategorien. Ihr kennt das ja mittlerweile aus den Prognosen. Ey, wir haben jetzt, glaube ich, seit, weiß nicht wie vielen Jahren, immer eine Prognose am Start gehabt. In dieser Prognose ist der FC Schalke 04 nicht vertreten. Das heißt, ich kann nicht gottlos reinscheißen. Wir starten mit Platz 18 in der Liga. Da glaube ich, dass es den Aufsteiger Holstein Kiel erwischen wird. Kein Disrespekt an die Kieler, sind verdient aufgestiegen, haben eine gute Zweitligasaison gespielt. Aber auch da muss man schon sagen, war das eher so eine Geschichte übers Kollektiv. Also das war jetzt nicht, dass Holstein Kiel den atemberaubendsten Fußball der zweiten Liga gespielt hat, sondern das war einfach aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus und hatte natürlich auch was damit zu tun, dass andere große Teams ein bisschen reingeschissen haben und eben nicht um den Aufstieg mitgespielt haben. Ich will den Aufstieg gar nicht kleinreden, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass deshalb einfach die Qualität in der Bundesliga nicht ausreichen wird. Das ist einfach nochmal die deutlich technisch anspruchsvollere Liga als die zweite Bundesliga. Und da sehe ich sie auch auf der Zugangs- und Abgangsseite einfach nicht gewappnet für diese Liga. Für mich ziemlich klar der erste Absteiger. Haben mit Sander auch noch den Kapitän verloren, der sehr wichtig war. Und auf der Zugangsseite muss ich persönlich sagen, sehe ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das wird die Mannschaft noch extremst bereichern. Rothe, der auch in der zweiten Liga eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat, ist nach der Leihe nicht mehr bei den Störchen. Dafür hat man sich mit Puras verstärkt, der es in der zweiten Liga sehr, sehr gut gemacht hat. Aber trotzdem glaube ich da tatsächlich einfach nicht, dass die Qualität ausreicht. Deshalb habe ich Kiel hier als ersten Absteiger. Auf Platz 17 gehe ich mit dem VfL Bochum. Letztes Jahr sensationell in der Relegation gesichert. Noch den Klassenerhalt gegen Düsseldorf, nachdem man das Hinspiel mit 3:0 verloren hat. Das war eine absolut wahnsinnige Geschichte. Aber da muss ich einfach sagen, die fand ich letzte Saison schon in der ersten Bundesliga teilweise kritisch. Sind dann ja wie gesagt auch noch in die Relegation gerutscht, konnten sich da retten. Aber meines Erachtens nach haben die einfach die Mannschaft nicht verstärken können, sondern eher im Gegenteil für mich dieses Jahr eine schwächere Mannschaft. Mit Boadu konnte man sich die Dienste eines sehr interessanten jungen Stürmers sichern, aber auch da muss man sagen, der Mann hat eine Verletzungshistorie. Ne? Also ich glaube, der könnte Bochum echt weiterhelfen, wenn er eben verletzungsfrei bleibt. Das ist die Frage, aber auf der Abgangsseite sieht es meines Erachtens nach sehr, sehr düster aus. Mit Osterhage, Asano, Schlotterbeck hat man einfach so wichtige Leute verloren. Dazu kommt noch Riemann, der jetzt einfach noch in einem Rechtsstreit sich mit dem VfL Bochum befindet und noch gar nicht genannt Kevin Stöger, der so der Spieler des VfL Bochums war. Und da kommst du halt auf deine 5 Stammspieler. Das ist schon ein Brett. Dazu ist man jetzt in der ersten Pokalrunde auch noch rausgeflogen. Ich sehe bei Bochum tatsächlich echt schwarz Stand 21. August und glaube tatsächlich, dass sie dieses Jahr sehr knietief im Abstiegskampf stecken werden und habe sie dementsprechend auf Platz 17. Auf Platz 16, auf dem Relegationsplatz, habe ich dann den nächsten Aufsteiger und zwar St. Pauli. Also ich muss sagen, die haben in der zweiten Liga richtig gut gefallen. Da haben die richtig guten Fußball gespielt. Aber es gab für mich zwei Väter des Erfolges. Und das war einmal Marcel Hartl und natürlich auch der Trainer Fabian Hützeler. Beide sind nicht mehr da und das sind für mich die wichtigsten Leute im Verein bei St. Pauli gewesen, die eben auch dafür zuständig waren, dass St. Pauli in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Und auch da muss ich sagen, trotz des Aufstieges und trotz der Mehreinnahmen glaube ich einfach nicht, dass man da die Qualität erreichen konnte im Kader, um in der Bundesliga zu bestehen. Deshalb glaube ich auch, dass es für St. Pauli
sehr schwierig wird und man bis zum bitteren Ende im Abstiegskampf stecken wird. Ich habe sie hier aber tatsächlich auf Platz 16, sogar noch vor dem VfL Bochum. Auf dem 15. Platz habe ich Heidenheim, die natürlich letztes Jahr das Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga waren. Ich glaube, es wird das verflixt schwierige zweite Jahr. Ich glaube, die werden richtig Probleme bekommen und auch gut unten reinrutschen. Absteiger habe ich sie jetzt hier mal nicht. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sie da wirklich reinrutschen könnten. Die haben halt einfach mit Jan-Niklas Beste und mit ihrem Stürmer Tim Kleindienst die zwei wichtigsten Leute verloren. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Und zu allem Übel ist auch Ehren Dingschi nicht mehr da. Der war ja ausgeliehen und wird jetzt in Zukunft auch nicht mehr das Heidenheim-Trikot tragen. Das waren für mich die drei besten Spieler. Haben mit Paul Wanner einen sehr interessanten Leihspieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass der zumindest Teile der Lücke in der Offensive füllen kann. Aber das wird schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Deshalb prophezei ich Heidenheim eine schwierige Saison und gehe hier auf Platz 15. Auf dem 14. Tabellenplatz habe ich dann den FC Augsburg. Ich glaube, die habe ich in den letzten Jahren immer so auf 16, 15, 17 getippt. Die sind unabsteigbar. Irgendwie Augsburg, irgendwas zwischen Platz 10 und 15 wird es immer. Die kriegst du da nicht weg. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr der Kader dafür ausreicht, wieder nicht abzusteigen. Haben natürlich mit Demirovic den mit Abstand wichtigsten Spieler verloren. Der hat letztes Jahr eben richtig gecarried, hat da richtig viele Tore geschossen. Trotzdem finde ich die Neuzugänge interessant. Unter anderem auch ein Marius Wolf, den man von Dortmund ablösefrei geschossen hat. Das dritte Trikot sieht verdammt geil aus, muss man einfach mal sagen. Das will jetzt keine Leistung bringen, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, dass es für Augsburg eher nach unten gehen wird. Aber dass sie auf jeden Fall in der Liga bleiben. Ich rechne damit tatsächlich, dass es Platz 14 oder aufwärts wird. Das ist Stand jetzt meine Prognose. Augsburg auf der 14. Eine typische Augsburg-Saison, kann man dann fast sagen, oder? Auf dem Tabellenplatz 13 habe ich Union Berlin. Die sind ja letztes Jahr noch sensationell in der Liga geblieben. Am letzten Spieltag hat man sich dort saven können. Sind 15. geworden. Ich glaube, dieses Jahr geht es wieder ein bisschen weiter nach oben, dass man zumindest nicht so in akuter Abstiegsgefahr ist. Aber ja, weiter nach oben, glaube ich, geht es jetzt nicht irgendwie groß besonders. Also ich glaube nicht, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz haben. Sagt mir einfach gerade so mein Gefühl. Ich finde, dass der Kader ungefähr auf dem gleichen Niveau ist wie letztes Jahr. Robin Gosens soll vielleicht noch gehen. Man hat sich aber auf der linken Seite auch schon verstärkt mit Tom Rothe. Den finde ich ganz interessant. Der kommt ja von Borussia Dortmund. Hat, wie gesagt, letztes Jahr bei Holstein Kiel das in der zweiten Liga sehr, sehr ordentlich gemacht. Auf den bin ich gespannt. Trotzdem ist der Kader so mehr oder weniger auf dem selbigen Niveau wie letztes Jahr. Und ich glaube, es wird wieder ein bisschen weiter nach oben gehen. Man hat jetzt keine Dreifachbelastung mehr. Aber große Wunderdinge traue ich jetzt Union Berlin auch nicht zu. Muss ich fairerweise sagen. Da sehe ich andere Mannschaften einfach ein bisschen stärker aufgestellt. Jetzt kommen wir langsam so ein bisschen zum Niemandsland der Tabelle. Und ich glaube, da wird sich dieses Jahr auch die TSG 1899 Hoffenheim drin bewegen. Ich habe sie auf Tabellenplatz 12 letztes Jahr ja noch ins europäische Geschäft auf Platz 7 eingedrungen. Ich sehe den Kader tatsächlich einfach nicht in dem Zustand, dass ich denen zutrauen würde, dass sie da so unbeschadet mit der Dreierbelastung rausgehen. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie sich nochmal international qualifizieren werden. Abstiegskampf sehe ich tatsächlich aber auch nicht. Tabellen, Niemandsland, ich habe sie hier auf Platz 12. Ich glaube, da in die Richtung wird man sich ansiedeln. Man hat natürlich letztes Jahr auch ein bisschen Verletzungspech gehabt und auch dieses Jahr gab es wieder absolute Probleme auf verschiedensten Positionen. Innenverteidiger, da wollte man zum Beispiel Bella Kotschap holen, der ist durch den Medizincheck gesegelt. Dann ist jetzt Frank Kramer wieder bei der TSG Hoffenheim unterwegs. Da war ja auch richtig viel los. Und ich glaube einfach, dass es dieses Jahr da nicht ganz so gut laufen wird wie letztes Jahr, weil natürlich auch mit Maximilian Bayer so der Spieler aus der letzten Saison nach Dortmund eben gegangen ist. Den muss man erstmal ersetzen. Adam Logic hat man geholt. Da muss ich aber sagen, bin ich auch noch gespannt, ob das ja dieses Jahr schon funktionieren wird oder ob das nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit braucht. 18 Millionen Euro ist eine stramme Summe und ob der dann schon der Mannschaft so weiterhelfen kann, das wird sich erstmal zeigen. Ich glaube tatsächlich deshalb, dass es für Hoffenheim dieses Jahr auch aufgrund der Dreifachbelastung eher ins Niemandsland geht. Auf Platz 11, ich habe mit vielen Fans gesprochen. Borussia Mönchengladbach. Ja, dieses Jahr
war ein bisschen realistischer. Ich habe sie letztes Jahr hatte ich sie viel zu hoch. Da sind sehr, sehr gute Memes entstanden. Ich bin, by the way, echt mal gespannt, welche Mannschaft das dieses Jahr sein wird. Ich habe schon einen im Kopf, aber da kommen wir später zu. Ich habe dieses Jahr Gladbach auf 11. Glaube auch, dass es da ins Tabellen-Niemandsland geht. Ich finde, der Kader ist tendenziell besser als letztes Jahr. Man hat sich von vielen Altspielern getrennt. Unter anderem Hermann, Kramer und Janschka haben ja den Verein verlassen. Auf der Zugangsseite hat man, finde ich, aber sehr interessante Arbeit gemacht. Tim Kleindienst stopft für mich ein Loch im Sturmzentrum. Ich glaube, das wird auch Alassane Plea deutlich zugutekommen, dass er eben so ein bisschen hinter einer Spitze sein Unwesen treiben kann. Und man hat natürlich mit Philipp Sander den Kapitän von Holstein Kiel verpflichtet und Kevin Stöger. Ey, geiler Transfer, der war bei Bochum richtig stark, Mann. Ey, in der Relegation im Rückspiel, der hat das Spiel seines Lebens gemacht. Also das war wirklich geil. Also da stelle ich mir schon viel vor, ne? Ohne Spaß, so ein Mittelfeld aus Rocco Reitz und Kevin Stöger. Ich glaube, das könnte schon funktionieren. Also ich sage jetzt nicht, dass Gladbach ganz oben angreifen wird, aber es wird, glaube ich, schon eine deutlich entspanntere Saison als letztes Jahr. Und deshalb habe ich sie auf Platz 11 auch mit vielen Fans gesprochen. Auf dem 10. Tabellenplatz habe ich den VfL Wolfsburg. Haben laut Transfermarkt.de aktuell den 7. wertvollsten Kader der Liga. Und mit Ralf Hasenhüttl, der das letztes Jahr, hat ja die letzten 8 Spiele der Bundesliga für Wolfsburg betreut, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen weiter nach oben geht. Letztes Jahr war es ja der 12. Tabellenplatz. Ich glaube schon, dass man auch Richtung der europäischen Plätze dieses Jahr wieder angreifen kann, weil die Qualität im Kader, die ist bei Wolfsburg auf jeden Fall da. Kastels hat den Verein jetzt verlassen. Dafür gibt es einen neuen Torwart, ein Talent, Grabara, kommt von Kopenhagen, bin ich sehr gespannt. Hat ja mit Marius Müller auch einen Ex-Schalker als Herausforderer. Kann mir aber schon vorstellen, dass dann Grabara sich da durchsetzen wird im Laufe der Saison. Ist ja ein junger Keeper, da muss man einfach schauen, ob es funktioniert. Waren eben auch 13 Millionen Euro Ablöse für fällig. In der Innenverteidigung mit Kulirakis noch einen sehr interessanten Spieler geholt, der auch über 10 Millionen Euro Ablöse gekostet hat. Auch sehr talentierter Innenverteidiger. Aber man hat jetzt eben für mich keinen Spieler verloren, wo man jetzt sagen würde, wenn man das gegen die Neuzugänge hält, hat sich der Kader verschlechtert. Also das ist immer noch ein sehr, sehr guter Kader. Da laufen Spieler wie Jonas Windrum, Wimmer. Also da ist schon Qualität da. Kapitän Maximilian Arnold. Und ich glaube tatsächlich schon, dass es für Wolfsburg dieses Jahr wieder weiter nach oben gehen wird als der Tabellenplatz 12. Ich habe sie jetzt hier auf der 10. Auf der 9, Werder Bremen. Ich bin ein Believer. Und das hat gar nichts mit Keke Top zu tun. Na, Spaß hat's doch. Der hat in der ersten Pokalrunde einen Hattrick gemacht und ich belief an den Jungen. Der ist ein Ex-Knappe. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, ich weiß nicht warum. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Bremern. Auch wenn du dir den Kader so anguckst und du denkst, ja okay, in der Defensive sollte man eigentlich schon noch was machen, ja. Aber ich weiß nicht, Werder Bremen. Letztes Jahr ist man ja auch 9. geworden und ich glaube, in die Richtung wird es dieses Jahr auch wieder gehen. Europäisches Geschäft, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber wieder in die gleiche Tabellenregion. Ich habe Bremen wieder auf der 9. Kader, nicht schlechter geworden. Für mich sogar eher einen Tacken besser. Sehr interessante Leute mit dabei. Alvero als zentraler Mittelfeldspieler kommt für knapp 5 Millionen Euro aus Frankreich und Marco Grüll kommt von Rapid Wien. Bin ich sehr gespannt drauf. Finde, die haben eine coole Truppe zusammen. Werder Bremen auf die 9. Was ist grün und stinkt nach Fisch? Richtig, Werder Bremen. Ja, und einigen wird es schon aufgefallen sein. Da fehlt da irgendwie eine Mannschaft, die letztes Jahr voll hinten in der Scheiße gesteckt hat. Mainz 05 auf Platz 8. Ja, tipp ich bewusst sehr hoch, aber ich bin absolut überzeugt von der Arbeit von Bo Henriksson. Nee, Bo Henriksen, ne? Die haben das irgendwie mit den Bos, das ist immer Bo Svensson, Bo Henriksen, das ist immer, das ist die Bos, ne? Wirklich. Ich muss einfach sagen, trotz der Abgänge, sprechen wir gleich drüber, gefällt mir die Arbeit von Henriksen einfach bei Mainz 05 richtig gut. In seiner Bundesliga-Amtszeit, er hat ja im Februar die Mainzer übernommen. Nee, der hat wirklich einen guten Job gemacht. Der hat 2 Bundesligaspiele verloren. Und das war halt gegen Bayern München und gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir klammern aus, dass es ein 8:0 gegen Bayern München war. Ein ganz anderes Thema, steht unter einem ganz anderen Stern. War by the way nur ein 8:1, ist mir gerade aufgefallen. Dann ist ja alles halbwegs so schlimm. Hä? 8:0 gegen Bayern, können meine Knappen auch. Alles ein anderes Thema. Ich finde, der Mann macht da gute Arbeit. Zwischen Spieltag 26 und 34 hat Mainz gar kein Spiel mehr in der Bundesliga verloren. Ich finde, die haben richtig gute Arbeit dort gemacht. Und vor allem, wenn man überlegt, wo Mainz letzte Saison herkam, haben richtig Probleme gehabt. Und der Mann hat die da noch souverän rausmanövriert. Ich bin sehr gespannt auf Mainz. Natürlich, es gibt Abgänge. Barrero tut weh.
Und auch Brian Gruder, der zu Brighton geht für 30 Millionen Euro, tut auch weh. Ist ein super Talent, hätte ich gerne weiter in der Bundesliga gesehen. Aber ich finde den Kader, den sie zusammen haben, trotz allem sehr stark. Nadim Amiri kam für die Rückrunde, war ausgeliehen von Leverkusen, wir haben ihn jetzt fest verpflichtet. Der hat einen richtig guten Job bei Mainz 05 gemacht. Johnny Burkhardt hatte ewig keine Verletzungsprobleme, kommt jetzt auch so langsam wieder ins Rollen. Mit Armindo Sieb hat man sich noch einen jungen Spieler von den Bayern ausleihen können, der letztes Jahr auch Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat. Mit Paul Nebel kommt auch noch ein weiterer Spieler zurück, der in der zweiten Liga letztes Jahr unterwegs war. Der hat ja jetzt längere Zeit bei Karlsruhe gespielt und dort seine Spielerfahrung und Spielpraxis gesammelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Mainz so als kleines Überraschungsteam dieses Jahr. Es gibt immer diese eine Mannschaft, mit denen nicht viele rechnen, die da oben so ein bisschen mit reingehen, war letztes Jahr Heidenheim. Ich glaube, das wird dieses Jahr Mainz 05 sein. Dafür haben sie mir einfach letztes Jahr in der Rückrunde unter Henriksen viel zu gut gefallen. Und ich finde den Kader auch einfach stark, wenn die da alle gesund bleiben. Ich bin sehr gespannt auf Johnny Burkhardt, der in jungen Jahren schon so viel Verletzungspech hatte, dass der jetzt mal wirklich über einen längeren Zeitraum fit bleibt, weil dann wird er da, glaube ich, Meter machen. Und deshalb Mainz 05 auf der 8. Inshallah, das wird nicht das neue Gladbach. Mai 2025, ich bin gespannt. Auf der 7 habe ich den SC Freiburg, das erste Jahr nach Christian Streich. Und ich habe sogar irgendwie ein bisschen das Gefühl, auch wenn Christian Streich natürlich ein super geiler Trainer ist und extremst wichtig war für den SC Freiburg in den letzten Jahren, einer der absoluten Top-Legenden in der Fußball-Bundesliga auf Trainerseite. Ich glaube, das könnte Freiburg sogar mal ganz gut tun, jetzt einfach so einen kleinen neuen Anstrich zu haben. Und zwei Spieler, die sie verpflichtet haben, auf die bin ich sehr gespannt. Und zwar auf Ehren Dingschi und auf Osterhage. Die haben beide in der letzten Bundesliga-Saison bei ihren ehemaligen Vereinen richtig gute Leistung gezeigt. Und zusätzlich finde ich, dass der Freiburg-Kader nicht schlechter geworden ist, sondern durch die beiden besser. Man hat jetzt keinen Abgang gehabt, der super schmerzhaft war, den man überhaupt gar nicht ersetzen kann. Plus, Freiburg setzt auf junge Spieler und es gibt viele junge Spieler im Kader, die jetzt nochmal ein Jahr weiter sind. Ich denke da vor allem an Noah Atubolu, der richtige Startschwierigkeiten am Anfang der letzten Saison hatte und es dann immer besser gemacht hat im Laufe der Saison. Und da glaube ich einfach, dass es im Vergleich zum letzten Jahr, wo man ja Zehnter geworden ist, nochmal ein bisschen besser laufen wird und deshalb habe ich dieses Jahr Freiburg auf der 7. Auf der 6 habe ich Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die werden sich auch dieses Jahr wieder für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Pacho für 40 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gegangen. Der tut natürlich weh. War ein sehr guter, talentierter Innenverteidiger. Aber man hat auch auf der Zugangsseite sehr interessante Leute geholt, wie unter anderem Can Uzun, der in der zweiten Liga richtig Meter gemacht hat für Nürnberg. Da bin ich gespannt, ob er dieses Niveau der ersten Liga schon direkt mitgehen kann. Ekitike ist jetzt fest verpflichtet. Robin Koch ist jetzt fest verpflichtet. Man hat sich mit Theater noch einen sehr interessanten Innenverteidiger ausgeliehen. Rasmus Christensen auch auf der rechten Seite. Ich finde den Frankfurt-Kader gut. Ich finde, mit dem Kader muss das Ziel, wieder ins internationale Geschäft zu kommen sein. Und ich glaube, das wird dementsprechend auch wieder der 6. Tabellenplatz. Auf der 5 der VfB Stuttgart. Ja, ich beliebe, dass sie auch trotz des überraschenden Champions League-Erfolgs und den darauf folgenden Abgängen, und es waren ja wirklich einige, auch dieses Jahr wieder oben mitspielen werden und auch wieder ins internationale Geschäft kommen. Wäre dann in diesem Fall nicht die Champions League, sondern nur die Euroleague, aber ich glaube, die Stuttgarter können damit sehr, sehr gut leben. Letztes Jahr vollkommen überraschend Vizemeister geworden, nachdem man im Jahr davor in der Relegation war. Ja, war eine absolute Traumsaison, wie das dann in der Bundesliga ist. Du verlierst fast alle deine besten Spieler. Gerassi, Anton zu Borussia Dortmund, Ito zu den Bayern. Trotzdem, ich finde, man hat gute Leute geholt. Demirovic natürlich allen voran. Vom FC Augsburg. Dennis Undaff hat man fest verpflichten können. Meine Güte, was für ein Kaugummi-Transfer. Geil, dass es geklappt hat. Und ich war am Anfang so ein bisschen bei Stuttgart, war, könnte jetzt kritisch werden diese Saison. Ich fand die richtig gut im Supercup gegen Leverkusen. Die haben einen richtig guten Eindruck gemacht, haben mich richtig überrascht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch den Eindruck aus dem Supercup, tippe ich sie weiter, habe ich sie jetzt weiter nach oben getippt. Sonst wäre ich wahrscheinlich so bei Platz 7 oder 8 gewesen. Aber ganz im Ernst, die haben mir richtig gut gefallen. Mit Chabot noch einen Innenverteidiger von Köln geholt, der ja auch wirklich ein Talent ist, trotz des Abstieges letztes Jahr mit dem FC. Ich finde, die haben einen guten Kader zusammen. Ich bin auf Franz Kretzig sehr gespannt. Hat mir auch gut gefallen. Deshalb, also, ich glaube, Stuttgart wird wieder Meter machen. Auf der 4 habe ich Rasenballsport. Auf der 4 habe ich Leipzig. Die werden sehr wahrscheinlich wieder in die Champions League kommen. Dafür
ist der Kader einfach zu gut. Dafür muss man auch sagen, wird der Kader sich nochmal weiterentwickeln im Vergleich zur letzten Saison. Also nach der vorletzten Saison gab es ja einen radikalen Umbruch, weil ja einfach viele Leute dort den Verein verlassen haben und man so ein bisschen von neu anfangen musste. Das ist sehr gut gelungen. Letztes Jahr hat das schon über weite Strecken sehr gut funktioniert. Xavi Simons konnte man nochmal für ein weiteres Jahr ausleihen. Der wird definitiv wieder Meter machen. Schwerster Abgang natürlich Dani Olmo. Trotz allem glaube ich, dass der Kader einfach in der Breite, in der Qualität immer noch gut genug ist. Ich bin auf Nusa sehr gespannt. Rechts außen und ja, also die Qualität ist einfach da an dem Kader. Das muss man sagen. Ouedraogo, ja, mit Schalker Sicht muss ich mal schauen. Könnt mir vorstellen, weil der jetzt auch schon wieder verletzungsbedingt ausfällt, dass der wahrscheinlich erstmal nicht so die Option sein wird. Wenn doch, dann freue ich mich darauf. Bin mal gespannt, was der machen wird. Aber Leipzig rechne ich fest damit, dass sie wieder in die Champions League kommen. Deshalb Leipzig auf der 4. Auf Tabellenplatz 3 habe ich Borussia Dortmund. Ja, letztes Jahr nur Fünfter geworden. Ich glaube, dieses Jahr wird Dortmund wieder fußballerisch mehr Spaß machen. Das war ja letztes Jahr in der Bundesliga wirklich das ganz große Problem. Man hat vieles umgekrempelt, vieles neu gemacht. Mit Nuri Sahin, einen neuen jungen Trainer, der ja ein ganz anderer Typ einfach ist als Edin Terzic, wo man ja schon häufig das Gefühl hatte, dass es da so mehr um die Grundtugenden des Fußballs geht, um dieses Zusammenhalten, sich als Einheit präsentieren. Ist natürlich auch alles schön und gut, aber da gab es ja schon berechtigterweise auch Kritik, ob Edin Terzic dann in der Spitze taktisch gut genug ist, die Mannschaft gut genug erreicht. Und da muss ich sagen, habe ich in Kombination von Nuri Sahin und den Neuzugängen dieses Jahr einfach ein besseres Gefühl. Ich finde, Borussia Dortmund hat dieses Jahr den deutlich besseren Kader als letztes Jahr. Klar, man hat mit Mats Hummels und Marco Reus zwei absolute Vereinslegenden verloren. Und ich glaube, vor allem ein Mats Hummels hätte dieses Jahr auch nochmal Dortmund gut tun können. Da hat man sich gegen entschieden. Neuzugänge finde ich top. Ne? Zwei Stuttgarter, Anton und Guirassy. Das ist einfach Top-Arbeit, also Guirassy letztes Jahr mit Stuttgart die Liga zerschossen und Maximilian Bayer hat man auch noch dazu gewonnen, also wirklich richtig gute Transfers gemacht. Pascal Groß auf der 6 wird schnell vergessen und Jan Couto auf der Rechtsverteidigerposition, also man hat eigentlich fast alle Problemzonen, die Borussia Dortmund in der letzten Saison hatte, wirklich echt gut schließen können. Einzige Position, die ich ein bisschen kritisch sehe, ist die linke Verteidigerposition. Man hat sich ja dafür entschieden, Tom Rothe abzugeben. Man hat eine Rückkaufoption, aber ja, deshalb, da bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Trotzdem, also Rechtsverteidigerposition, Couto ist ein wahnsinniges Backup. Anton muss man mal sehen, der kommt als Ersatz für Mats Hummels. Niklas Süle sieht tatsächlich sehr in Shape aus. Darf man auch mal drauf gespannt sein, wie das dieses Jahr funktionieren wird. Er hat ja letztes Jahr wirklich seine Probleme gehabt. Im Mittelfeld ist Pascal Groß für mich ein absolutes Upgrade. Und im Sturm Guirassy, Maximilian Bayer, das ist schon echt eine richtig gute Qualität. Und deshalb glaube ich, dass es für Borussia Dortmund dieses Jahr wieder nach oben gehen wird und auch deutlich attraktiver aussehen wird. Kommen wir zu Platz 2. Und ja, es ist wenig überraschend. Ich glaube, viele Leute haben Bayern und Leverkusen unter die Top 2 getippt. Und ich habe mich tatsächlich für den Risky-Tipp entschieden. Aber ich bin da komplett meinem Gefühl gefolgt. Ich glaube, es wird eine super spannende Bundesliga-Saison. Ich habe Bayern München tatsächlich auf der 2 und tippe damit, dass Bayer Leverkusen Back-to-Back-Meister wird. Ist der Kader von Bayern München besser als der Leverkusener Kader? Ich würde sogar sagen, immer noch wahrscheinlich ja. Also das ist einfach so ein Millionen-Ensemble, was da zusammengestellt ist bei Bayern. Da sind so viele Leute, die einfach bei jedem anderen Team in der Bundesliga in der Startelf spielen würden. Aber ich glaube, Leverkusen profitiert einfach davon, dass man eben in dieses zweite Jahr geht und dass man eben auch die Truppe zusammenbehalten hat. Da reden wir aber gleich drüber. Ich möchte erstmal zu Bayern München kommen. Haben sich gut verstärkt, haben geile Leute geholt. Palinha hat jetzt endlich geklappt. Olise bin ich sehr drauf gespannt. Oder Olise spricht man ihn, glaube ich, aus. Auf der rechten Seite. Trotzdem, man hat einfach noch sehr viele Spieler im Kader, die weitere Transferplanungen blockiert haben. Goretzka wollte man ganz gerne abgeben. Bei Coman steht noch ein dickes Fragezeichen vor. Man hat ja zwischenzeitlich sogar überlegt, was man mit Kimmich macht. Der soll jetzt bleiben. De Ligt hat den Verein verlassen. Der war so ein bisschen dieses Transfer-Bauernopfer, was man geben musste dieses Jahr, weil man so viele Positionen hatte, wo man was machen wollte, dass man halt irgendwie auch ein bisschen Geld einbringen musste. Da sind wir tatsächlich bei dem Punkt, warum ich Bayern nur auf der 2 habe. Der Kader ist super. Der Kader ist in der Spitze super, wenn du den Kader so aufstellst, das ist alles top. Ich glaube aber, dass es auf ein, zwei Positionen, Innenverteidiger, Außenverteidiger, da könnte es Schwierigkeiten geben, habe ich so das Gefühl. Plus dann noch diese ganzen Spieler im Kader, die eigentlich abgegeben werden sollten.
aber jetzt irgendwie doch da sind. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es da kracht und dann einfach nicht zum ganz großen Erfolg reicht, weil Bayer Leverkusen ist das Team, an dem man sich messen muss nach dem letzten Jahr. Die erste Mannschaft, die unbesiegt eine Bundesligameisterschaft geholt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine Eintagsfliege war, weil, also so habe ich noch nie eine Mannschaft in der Bundesliga spielen sehen. Also mit Ausnahme der Bayern natürlich, die dann auch diese Dominanz so krass gebrochen haben. Deshalb habe ich Bayern auf der 2 und Leverkusen auf der 1. Die Aspekte für mich sind klar. Xabi Alonso ist ein Weltklasse-Trainer. Die Mannschaft von Leverkusen ist Weltklasse. Die kommt mit asozialem Selbstbewusstsein. Die haben, obwohl die im Supercup nicht ihr bestes Spiel gemacht haben, das Ding wieder gedreht. Die haben einfach diesen wahnsinnigen Killer-Instinkt. Und die haben einfach keinen wichtigen Spieler verloren aus dem letzten Jahr. Also der bedeutendste Abgang ist wahrscheinlich echt Adam Lozic. Dafür hat man sich aber mit Martin Terrier und mit Aleix Garcia spricht man ihn, glaube ich, aus, oder Aleix Garcia, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der war letztes Jahr bei Girona auch extrem stark. Man hat sich da einfach eine gute Truppe zusammengestellt. Ja, Thema Bayern, Thema Leverkusen, ein Fragezeichen schwebt noch über Jonathan Tah. Das kann ich jetzt halt hier am 21.08. nicht vorhersehen. Auch solche Sachen, ob dann ein Goretzka, ob ein Coman noch geht. Aber Stand jetzt 21.08. gibt mir Leverkusen einfach irgendwie das bessere Gefühl. Und deshalb habe ich Leverkusen auf der 1 und Bayern auf der 2. Kommen wir dann noch nach der Tabelle zu meinen Awards. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Wir gehen einmal alles durch. Da kann man sich richtig zum Obst machen. Dafür sind wir hier. Erstes Ding, für mich relativ safe, wenn er fit bleibt. Top-Torjäger, Harry Kane. Harald Gehstock, keine Diskussion. Letztes Jahr lange Zeit darüber gesprochen, ob er nicht vielleicht sogar den Bundesliga-Rekord bricht. Wo Harry Kane ist, sind Tore. Also da muss Gerasi oder irgendjemand anders schon ganz verrückte Sachen machen, um Harry Kane zu schlagen. Deshalb glaube ich, dass der Top-Torjäger wird. Top-Vorlagengeber finde ich schwer. Ich habe mich hier für einen Leverkusener entschieden, und zwar für Grimaldo. Letztes Jahr, ne, wir haben alle Fabrizio Romano seine Tweets verfolgt. Grimaldo und Frimpong, wie viele Scorer haben sie zusammen als Außenverteidiger von Leverkusen? Ich glaube, das wird so weitergehen. Ich glaube, Grimaldo wird wieder eine richtig starke Saison spielen. Deshalb habe ich ihn hier als Top-Vorlagengeber und Assistgeber. Schießt ja auch viele Standards. Und bindet sich einfach offensiv super viel ein. Deshalb Grimaldo. MVP der Saison. Ich gehe tatsächlich, weil ich ja im Leverkusen-Boot sitze, mit Florian Wirtz. Ich glaube, der wird dieses Jahr wieder sehr, sehr stark aufspielen. Und ja, wenn ich Leverkusen zum Meister küre, dann brauche ich ja auch einen Spieler, der dafür verantwortlich ist. Und Florian Wirtz ist absolute Weltklasse. Ich freue mich unnormal auf dieses Wirtz-Musiala-Duell. Könnte dieses Jahr richtig geil werden. Ich habe mich hier als MVP für Florian Wirtz entschieden. Breakout-Star der Saison. Da habe ich einen Stuttgarter. Ich sage euch doch mal ganz kurz, was ist die Definition Breakout-Star? Das ist für mich kein Youngster, der irgendwie frisch in die Bundesliga kommt oder ganz jung ist und im Profibereich noch nichts gemacht hat, sondern Breakout ist ein Spieler, der schon länger da ist, aber in der Saison halt so auf einmal richtig eskaliert, also einen richtig krassen Schritt nach vorne macht. Und ich habe da Enzo Mio vom VfB Stuttgart. Der gefällt mir extremst gut und der hat natürlich auch schon seinen Marktwert und hat auch letzte Saison, glaube ich, 12 oder 13 Scorer gemacht. Aber ich glaube, dieses Jahr wird er richtig krass performen und nochmal einen Schritt nach vorne machen. Halte den für extremst talentiert und bei Stuttgart, ja, sind viele wichtige Leute gegangen. Es gibt Lücken zu stopfen und neue Kreativspieler, die da einfach auf sich aufmerksam machen müssen. Ich glaube, Enzo Mio wird so einer sein, hat auch im Supercup schon getroffen. Da habe ich sehr dicke Aktien drin. Youngster der Saison gehe ich mit Paul Wanner. War in der zweiten Liga extrem stark bei Elversberg, Heidenheim. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich finde, Paul Wanner ist ein Baller und ich habe Schwierigkeiten damit gehabt, andere Leute zu nennen. Deshalb er ist für mich der Youngster. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei. Ich hoffe, der Heidenheim-Kader ist dann trotzdem stark genug, auch wenn ich ihn unten reingetippt habe, dass man mit denen ein bisschen Fußball spielen kann, weil du kannst talentiert sein wie sonst was. Wenn du mit dem Hals in der Scheiße im Abstiegskampf steckst, dann wird es auch schwer, da was zu kreieren. Ich glaube trotzdem an Paul Wanner, weil ich finde, das ist ein absolutes generational Talent und ich glaube daran, dass sich so ein Talent durchsetzt. Enttäuschung der Saison. Ich sage euch ehrlich, ich habe mich ganz schwer getan. Ich mache voll den langweiligen Call, aber ich wusste wirklich nicht, wen ich da nehmen soll. Ja, Heidenheim, die sind international gekommen, jetzt tippe ich den Abstiegskampf auf die 15. Aber ist das eine Enttäuschung, Mann, das ist Heidenheim. Die haben letzte Saison selber nicht damit gerechnet. Ich habe mich jetzt hier für Bayern München entschieden, weil die in meiner Prognose nicht Meister werden. Ich habe mich echt schwer getan, wen ich sonst als Enttäuschung nennen soll. Schreibt mir mal gerne eure Enttäuschung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich bin hier mit Bayern gegangen, keine Ahnung. Top-Neuzugang. Boah, da gibt es viele Spieler, auf die ich mich freue.
Ich gehe mit Olise von Bayern München. Ich fand den in der Premier League schon so geil. Der sah in den ersten Spielen jetzt bei Bayern richtig gut aus. Ich glaube, der wird richtig, richtig Meter machen. Und ich mache noch einen kleinen Hot Take dazu. Ich sage, Olise ist am Ende der Saison der beste Flügelspieler der Bayern. Es gibt keine Diskussion. Olise ist dann der beste Flügelspieler. Man redet dann nicht über Leroy Sané oder über Coman, wenn er noch da ist. Da sagt man, Olise, Haken hinter, der ist der Beste bei uns auf dem Flügel. Flop-Transfer. Ja, ich habe schon ein bisschen angedeutet, dass ich da ein bisschen am Zweifeln bin, ne? Ich finde 18 Millionen für Logic ein Brett. Ich habe bis jetzt einfach noch nicht so viel von Logic gesehen, dass ich sage, der überzeugt mich. Hoffenheim agiert komisch diesen Sommer. Ich weiß, sie haben auch Pech gehabt, ne? Mit dieser ganzen Medizincheck-Scheiße. Aber ich habe als Flop-Transfer Logic. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, ja, also 18 Millionen wird nicht viel zu teuer gewesen sein. Der ist noch jung. Das Talent wird immer noch Weiterverkaufswert haben. Aber ich glaube, Logic wird nicht das Upgrade für Hoffenheim sein, was man sich vielleicht erhofft und erwünscht hatte. Hot Take der Saison. Kicketop macht 15 Scorer. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich ihn privat kenne und dass er letztes Jahr bei Schalke war und wo ich das aufnehme, vor 2 Tagen in seinem ersten Profispiel für Werder Bremen einen Hattrick im Pokal gemacht hat. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Er wird rasieren. Watch it auftauchen. Keke Top 15 Scorer. Sag ich. Der wird bei Werder Bremen richtig Meter machen. Ich glaube daran. Keke, wenn du das siehst, du machst das, Junge. Kommen wir zur Überraschung der Saison. Und da habe ich Mainz 05. Das habt ihr anhand meiner Bundesliga-Prognose schon gesehen. Ich habe Mainz 05 als Überraschung der Saison. Ich habe euch aber noch einen kleinen zweiten mitgebracht. Und zwar ist Serge Gnabry vom FC Bayern München. Aber es sieht alles danach aus, als würde der bleiben. Und der war jetzt in den ersten Spielen von Bayern echt stabil. Hat auch gezockt. Ne? Anders als Goretzka zum Beispiel. Gab es ja auch so eine kleine Fehde. Die Bayern sind jetzt mittlerweile ein bisschen zurückgerudert. Aber ganz im Ernst, ich glaube, Kingsley Coman wird noch wechseln. Auf der rechten Seite haben wir Olise und da haben wir Sané. Ich sehe Sané auf der rechten Seite am stärksten. Und ich weiß nicht warum, aber Gnabry hatte ja auch ganz krasses Verletzungspech. Wenn der fit bleibt, sage ich, dann macht er wieder seine 15 Scorer und wird auch einige Spiele von Anfang an machen. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass Kompany ihn auch mag und auf ihn setzen wird. Ne? Ob das dann immer als Stammspieler sein wird, ich weiß nicht. Aber ich glaube, Serge Gnabry wird so einen kleinen Redemption-Arc haben. Deshalb habe ich den als Überraschung. Und dann fehlt noch meine erste Trainerentlassung. Ja, es ist so schwer. Das ist so eine 1 von 18 Quote da einzutreffen. Ich bin mit Peter Zeidler gegangen vom VfL Bochum. Ich glaube, der wird als erstes entlassen, weil ich Bochum eine schlechte Saison prognostiziere. Sind auch als einziger Bundesligist schon aus dem Pokal rausgeflogen. Das heißt, wenn da die ersten Spiele schwierig werden, können es halt schnell, ne, rutschen gehen. Ach, ich finde die so schwer. Erste Trainerentlassung. Das ist für mich das ekligste, was man predikten kann, bin ich ehrlich. Ja, und das war sie. Meine Bundesliga-Prognose 2024, 2025. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Schreibt mal eure Prediction gerne in die Kommentare rein, weil ich würde mir dann auch gerne im Mai 2025 nach, wahrscheinlich 40-minütigen Ablachen von der Scheiße, die ich hier fabriziert habe, auch dann nochmal in der Nachbetrachtung eure Kommentare reinziehen, was ihr halt damals im August 2024 gedacht habt. Ist immer ganz interessant zu sehen. Dankeschön für den Support und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao, ciao.